So, haben wir hier noch einen Stein? Da haben wir schon. Ich bereite hier erstmal vor gerade. Und hier kriegen wir es ja nicht hin. Es sei denn natürlich, wir nehmen das Schild von den Hundis da weg. Und setzen es einfach ein bisschen höher. Und jetzt gucken wir uns bei Nacht einfach mal die kleine Allee hier an. Oh, der hat Saphire dabei. Oh, die Sau hat einen Saphirblock dabei. Das Problem ist aber, wenn ich den jetzt angreife... Ich muss es tun, ne? So, wir müssen warten, bis der... Aua, wir müssen warten, bis der fertig ist. Dann hau ich mir so lange mal ein Brot rein, weil wir müssen an sein rotes Herz ran. Ach du Scheiße, die Gegend, da ist ein rotes Herz. So, komm schon, hier hat er doch wenig Schlag. Der holt sich aber immer neue Blöcke dazu und danach wird es hier natürlich total katastrophal aussehen. So, ich glaube, er ist explodiert. Und wir haben einen Saphirblock. Alter, hier sieht es aber jetzt aus. Ach du Scheiße. Mist, und ich muss gleich husten. So, jetzt haben wir auch 7 Grasblöcke direkt. Die können wir gleich mal verpflanzen. Das ist so, als ob ich die mit der Behutsamkeit abgebaut hätte. So. 3. Ach du Scheiße. Das ist natürlich der Nachteil, wenn wir die bekämpfen, dass sie uns halt die gesamte Karte auseinandersemmeln, ne? So, und übrigens, der Diamantgolem hat nichts fallen gelassen, weil der nicht explodiert ist, wie der Golem hier gerade. Oh. Was ist da hinten schon wieder los? So, dann komm mal ran, mein klumpiger Freund. Uah, du bist mir gerade ein bisschen zu nah. Huch, na, wo bist du denn? Da. Alter, wir werden so viele Schleimbälle haben, das ist unfassbar. So, jetzt baue ich hier mal den Rest nochmal ganz kurz. Irgendeinen Baumstamm hat der ja auch weggeholt und so weiter und so fort. Ich sehe es jetzt gerade nicht, ich mache mal gerade die Fackel an. Hat er hier irgendwas rausgerissen? Rausgerissen? Da oben, glaube ich. Hier auch noch. Och, Alter, die Ratten nerven auch so. So, da ist auch noch ein Loch. Und wir haben einen Smaragd. Ich sag mal Saphire, ich weiß gar nicht warum. Wir haben einen Smaragdblock. Ich freue mich. Ich freue mich allerdings nicht so sehr darüber. Und ich glaube, der hat auch noch irgendwo ein Loch in den Zaun gerissen oder so, ne? Da. Natürlich gleich alles reparieren. Also den Kampf. Der Kampf hat sich alles in allem gelohnt, weil Smaragde natürlich das teuerste ist, was es in dieser Welt überhaupt zu holen gibt. Also kostbarer als Diamanten. Und wir haben die quasi gerade einfach mal geschenkt bekommen. Warum liegen hier überall Wollknäuel herum? Erst die Fische, dann die Wolken. Ach! Natürlich, unser Golem räumt hier natürlich auf. Da sollten wir eigentlich vielleicht... Und hier noch eine Rattensteak. Da sollten wir vielleicht nochmal einbauen. Ich probiere mal was. Hilfe, Golem, 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 Hilfe, Hilfe, Golem, Golem, Golem.
Golem. Hilfe. Na, jetzt brauchst du auch nicht mehr helfen. Toller Typ. Na ja gut, dann gehe ich mal pennen. Ich muss den Endermännern einfach mal dringend abgewöhnen, Blöcke zu klauen, fällt mir gerade auf. Beides. Aber das geht ja leider nicht so einfach. Müssen wir jetzt einen Mod installieren, habe ich jetzt keinen Bock drauf natürlich gerade. So, und wieder einmal heißt es, guten Morgen. Und wir haben wieder Hundis, ich freue mich. Endlich ist es wieder ein bisschen belebter und natürlich gezüchtet von unseren zwei Haupthundis. Unsere zwei treuen Seelen aus Staffel 2, die wir jetzt in Staffel 1 übernommen haben. Hier, wo es gar keine Staffeln mehr gibt. So, hier müsste ich dann später nochmal ein Dingens dran machen. Und dann ist natürlich die Frage... Ah, oh, Creeper-Liebe. Ah, oh, ich glaube, die mögen sich. Naja. Töte ich euch eben später. So, was wir brauchen, ganz kurz, bevor ich jetzt wieder zurücklaufe, Sinn entleert. Wir brauchen eine Harke. Hallo, Enderman. Harken haben wir hier. Nehme ich mal ruhig die halb kaputte. Soll ich denn kommen hier Efeu, scheiß drauf. Muss ich noch mal ganz kurz gucken. Smaragdblock packe ich hier mal mit rein. Ich weiß gar nicht wohin. Und wir haben schon so viel Kohle. Ach du Scheiße. Eisenblock haben wir ja auch noch. Und da hinten ist wieder ein Schleim, sehe ich gerade. Jetzt ist er weg. Diese blöden Ratten. 19 Rattenkadaver haben wir schon. Obwohl, nee, pass auf, die Buschblöcke nehme ich mal mit. Die Buschblöcke nehme ich mal mit. Wo waren die denn hier? Ja. So. Und was ich mir auch nochmal ganz kurz mache, lalalala, habe ich dafür überhaupt Platz? Keine Ahnung, kriege ich schon irgendwie hin. Eine Eisenschaufel, dafür schmeiße ich mal das Gedöns weg. Eigentlich hätte ich die Blume wegschmeißen können, aber es nimmt sich nicht viel, weil Ranken kriegen wir da oben auch noch eine Menge. Die wachsen ja immer nach, im Gegensatz zu Blumen, die man für teures Knochenmehl erst ausstreuen muss. Ja, ja, so ist das nämlich. Ja, wir haben einen Smaragdblock. Ich freue mich. Können wir eigentlich bald mal auf Golemjagd gehen, ne? Das ist ja eigentlich auch lohnenswert. Und in der nächsten Aufnahme mache ich hoffentlich mal die Geräusche an von den Mo-Creatures. So. Zwei Eimer haben wir. Dann würde ich mal sagen, machen wir mal... Wassermarsch. So, hätte ich eigentlich direkt ein paar mehr mitnehmen können, aber egal, das wird schon reichen. So. Für ein bisschen Abwechslung können wir hier natürlich auch noch ein bisschen Moossteine verwenden und so weiter. Das geht natürlich alles. Aber für jetzt erstmal wird das genügen. Wir wollen jetzt keinen Riesenaufriss machen. Hier, komm, damit es gleichmäßig schwappt. Beziehungsweise damit es nicht gleichmäßig schwappt, sondern damit es gar nicht mehr schwappt hinterher. Hier wird natürlich ein Block reichen, aber ich mache beide. Die übrigens total falsch sind, weil die müssen ja unter den Steinen. Ich bin natürlich wieder mal Herr Professor. So, also nochmal. Denn wenn wir diese unter den Stein packen und davon zwei nehmen,
Dann hört man hinterher nicht mehr das Geräusch von laufendem Wasser. So, mache ich mal direkt zu. So. Und hier, achso, wir brauchen ja wieder, So. Dann haben wir den Friedhof ja soweit. Und das sieht dann alles aus wie frische Gräber. Ist zwar ein bisschen merkwürdig hier, aber naja, gut. Wollen wir uns nicht dran stören. So. Wupp, wupp. Und jetzt das da noch. Und dann können wir nochmal alles umhaken. So, Schilder können wir dann keine aufhängen. Das geht dann leider nicht. Es sei denn, wir machen eventuell noch... Ja, man hört kein fließendes Wasser. Schilder hänge ich keine auf. Also können wir auch gar nicht aufhängen. Hier habe ich noch zwei Gräber vergessen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Entweder improvisiere ich da, mache die Grabsteine höher oder ich lasse die einfach erstmal alle unbekannt oder. Schauen wir einfach mal. Oder wir machen das dann wirklich mit der braunen Wolle, die aussieht wie Erde. Soll ja auch nicht das Riesenproblem sein. So, ach, Greensleeves. Ach, wie schön. Ich liebe es ja so sehr. So, hier mache ich natürlich mal ein bisschen Drama, Baby. Na? So, mal gucken gerade, Sekunde. Bin gerade ein bisschen konzentrierter, weil ich überlege, wie ich das hier am besten mache. So, das Evil Chicken muss natürlich auch ein bisschen dementsprechend aussehen. So. Huch. Ja, ich glaube, das geht schon so. So, dann sieht man nicht direkt, dass da ein Grab ist und das ist so ein bisschen zugewildert. Ich glaube, das kann man schon so lassen. So, und dann einfach bis dahin den Busch. Und da machen wir dann auch mal so ein bisschen was zwischen hier einfach so. Und schon haben wir keine Blätter mehr. Soll ein bisschen grün sein, soll auch ein bisschen zugewildert aussehen. Ich glaube, das haben wir hier ganz gut geschafft. Hier müssen wir vielleicht noch ein bisschen. Obwohl das auch sehr schön ist, einfach so ein sonniges Plätzchen, wenn man um den Friedhof herum einen dichten Wald baut und den Friedhof selber so ein bisschen Licht lässt. Bis auf da hinten natürlich, wo das Evil Chicken liegt. Ich glaube, das gibt nochmal einen schönen Effekt. Da kann man die Grabsteine auch ruhig namenlos lassen erstmal.
Ich glaube, ich mache das dann wirklich mit der Wolle, die aussieht wie braune Erde. Ich glaube, das ist praktischer. Habe ich noch Kies dabei? Jawohl. So, hier mache ich mal nur einen hin, damit das nicht perfekt bis zum Dingens ist. So. Sieht auf jeden Fall schon aus wie ein Friedhof, ne? Kann man nicht anders sagen. Sieht wirklich aus wie ein Friedhof jetzt. Vor allen Dingen durch das Zugewuchert. Da sieht das noch ein bisschen krasser aus. Und jetzt brauche ich lediglich noch... Ich gehe mal ganz kurz noch Baumsamen holen. Und nutze die Gelegenheit, gleich wieder am Pennen zu gehen, wenn ich das richtig sehe. Ja, wo... Was? Ach, leck mich doch. Ist meine Zeit gar nicht wert, der Kollege. La da 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 da. Greensleeves. Werde ich auch nie wieder los. Ach, da draußen geht wieder eine fette Katze auf. Du fette Katze. So, gute Nacht. Tja. Als kleines Thema nebenbei, ne? Wissenschaftler in einer Harvard-Studie haben übrigens herausgefunden, was ich sehr interessant fand, dass das Posten bei Facebook so gut sein soll wie Sex. Wo wir schon mal das Thema vorhin hatten, vor einigen Folgen. Fand ich sehr interessant. Also so, da werden die gleichen Regionen im Hirn stimuliert. Ich wollte was nochmal holen? Sex? Was? Jetzt bin ich ganz raus. Nee, wo läuft der denn rum? Ach, ich glaube, der sieht die Zombies da unten irgendwo oder was. Naja, egal. Jedenfalls soll das Posten bei Facebook, wenn man seinen Status teilt, soll das so gut sein wie Sex. Und da frage ich mich, ja, warum überhaupt noch die Mühe machen? Wenn das doch genauso gut ist? Verstehe ich nicht, warum nicht, obwohl es posten ja eh alle bei Facebook. Nein, Schatz, heute nicht. Ich habe schon gefacebookt. Ich kann nicht mehr. Weiß ich nicht, ob das so stimmt. Also, wenn wir mal ehrlich sind, ich weiß nicht, was eure Erfahrungswerte da wahlweise beim einen oder beim anderen sind. Abgesehen davon, dass wahrscheinlich jeder von uns mehr Facebook-Posts am Tag macht, als Sex hat. Wobei ich, naja gut, einige haben gar kein Facebook. Aber da trifft es wahrscheinlich trotzdem zu. Nee, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr merkwürdig, die Aussage. Und kann ich aus eigener Erfahrung auch nicht wirklich bestätigen. Wie sieht's denn bei euch aus? Habt ihr da schon Vergleichswerte gemacht oder irgendwie sowas? Also wenn ihr jetzt die Wahl hättet, irgendwie Vögeln oder Vögeln oder Sex, wollte ich sagen. Da ist die Wahl natürlich sehr begrenzt, aber wenn ihr jetzt die Wahl hättet, Status posten oder kurz mal Knickknack und so. Was würdest du machen? Hand aufs Herz. Oder natürlich beim Vögeln ein Facebook-Posting absetzen. Geht natürlich auch. Ach, scheiße. Gut, das wäre nicht das Facebook-Posting. Ach, scheiße. Falsches Loch. Entschuldigung. Nee, aber ernsthaft, weiß ich nicht. Ich finde die Aussage merkwürdig. Und natürlich nicht nur wie Sex, sondern soll auch ähnlich sein wie Essen, weil da irgendwie die gleichen Zentren im Gehirn aktiviert werden, was ich noch einigermaßen nachvollziehen kann. Aber das dabei gleichzusetzen, sorry. Geht nicht. Da muss man schon sehr, sehr intensiv Facebook nutzen, um da auf so ein Ergebnis zu kommen. So, der Weg müsste hier eigentlich dann noch weitergehen, ne? Wollten wir da nicht eh raus?